Wie gut ist das ComDirect-Giro-Konto? Lohnt es sich? In diesem Video zeigen wir dir alle Vorteile, aber auch die Nachteile. Du erfährst auch, wie du das ComDirect-Konto sinnvoll und kostenlos ergänzen kannst, um alle Vorteile optimal zu nutzen, aber die Nachteile zu umgehen. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran! Hallo und herzlich willkommen bei Geldrat. Wenn dir das Video gefällt, dann würden wir uns sehr über einen Like von dir freuen. Links zu allen gezeigten Produkten findest du wie immer unter dem Video. Legen wir los. Die 8 Vorteile des Comdirect Kontos. Vorteil Nummer 1. Kostenlose Kontoführung ist möglich. In den ersten 6 Monaten ist das Konto ohne Bedingungen kostenlos. Anschließend kann das Konto weiterhin kostenlos geführt werden, allerdings musst du dafür eine der drei folgenden Bedingungen erfüllen. Du stellst einen monatlichen Mindestgeldeingang von 700 Euro sicher oder du nutzt mindestens dreimal im Monat Apple Pay oder Google Pay für Zahlungen. Die Nutzung ist kostenlos oder du nimmst einen Trade oder eine Wertpapiersparplanausführung pro Monat vor. Das Konto bleibt für dich ohne eine der Bedingungen kostenlos, wenn du unter 28 und Student, Schüler, Auszubildender oder Praktikant bist. Erfüllst du keine dieser Bedingungen, fallen 4,90 Euro pro Monat an Kontoführungsgebühren an. Vorteil Nummer 2. Es ist eine kostenlose Visa Debitkarte inklusive. Mit dem direkt konto erhältst du eine Visa-Karte ohne Gebühr. Dabei handelt es sich um eine Debitkarte und nicht um eine Kreditkarte. Am Ende des Videos zeigen wir dir noch eine kontounabhängige und kostenlose Kreditkarte, mit der du das direkt konto leicht ergänzen kannst und damit auch noch einen Nachteil des Kontos umgehst. Vorteil Nummer 3. Du kannst weltweit kostenlos Geld abheben. Mit der ebenfalls kostenlos enthaltenen Girocard kannst Du in Deutschland unbegrenzt oft an den Automaten der Cash Group ohne Gebühren Geld abheben. Zur Cash Group gehören die Commerzbank, die Deutsche Bank, die Hypo Vereinsbank sowie die Postbank. Außerdem bietet Dir das Comdirect-Konto die Möglichkeit, bei Shell-Tankstellen und verschiedenen Einzelhandelsgeschäften, wie zum Beispiel bei Rewe, Penny und Aldi Süd kostenfrei Bargeld auszahlen zu lassen. Darüber hinaus kannst Du auch weltweit kostenlos Geld abheben. Das ist mit der Visakarte dreimal pro Monat in Deutschland, in Euro-Ländern und auch in Ländern mit anderen Währungen als dem Euro ohne Gebühren an jedem Automaten mit Visa-Zeichen möglich. Es gibt keine Auslandseinsatz- oder Fremdwährungsgebühren. Beachte aber, in manchen Ländern ist es sehr verbreitet, dass Automatenbetreiber eigene Gebühren berechnen. Diese Gebühren werden von deutschen Banken nicht erstattet. Zahle in solchen Ländern möglichst immer mit einer Reisekreditkarte, bei der Kartenzahlungen weltweit kostenlos sind, wie zum Beispiel mit unserem Kreditkartentipp am Ende des Videos. Vorteil Nummer 4. Kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone Mit der Comdirect-Visa-Karte kannst Du in allen Ländern mit dem Euro als Währung kostenlos bezahlen. Außerhalb der Eurozone fallen allerdings Fremdwährungsgebühren an. Wie hoch sie sind und wie Du sie vermeiden kannst, zeigen wir Dir gleich. Vorteil Nummer 5. Bargeldeinzahlungen sind kostenlos Bargeld einzahlen ist bei Direktbanken häufig ein Problem. Da das Comdirect-Konto von der Commerzbank geführt wird, kannst du hier die Einzahlungsautomaten und die Schalter der Commerzbank dreimal jährlich kostenlos für Bargeldeinzahlungen nutzen. Jede weitere Einzahlung kostet pauschal 4,90 Euro. Vorteil Nummer 6: Der Dispozins ist sehr günstig. Beim Comdirect-Girokonto beträgt der Dispozins nur 6,5% per annum. Im Vergleich mit vielen anderen Banken ist das sehr günstig. Wenn du den Dispo nutzt, solltest du aber aufpassen, dass du den eingeräumten Disporahmen nicht überschreitest, da sonst 11% per Anno berechnet werden. Vorteil Nummer 7: Kontaktlos bezahlen mit dem Smartphone. Zum mobilen Bezahlen mit dem Smartphone kannst du sowohl Apple Pay als auch Google Pay benutzen. Es spielt also keine Rolle, ob du ein iOS oder ein Android Gerät nutzt. Die Nutzung von Apple Pay und auch Google Pay ist kostenlos für dich. Vorteil Nummer 8: Echtzeitüberweisungen sind möglich. Mit dem Comdirect-Konto sind Instant-Payments bis zu 100.000 Euro möglich. Empfangen kannst du Echtzeitüberweisungen ohne Gebühr. Beim Senden fällt eine Gebühr von pauschal einem Euro an. Praktisch sind Echtzeitüberweisungen zum Beispiel beim Autokauf. Die Nachteile des Comdirect-Girokontos Das Comdirect-Konto bietet viele Vorteile. Aber auch hier gibt es natürlich Nachteile. Und die zeigen wir dir jetzt. Nachteil Nummer 1 Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos. Wie bei den Vorteilen bereits gesagt, ist die Kontoführung nur dann kostenlos, wenn Du eine der genannten Bedingungen erfüllst. Der Mindestgeldeingang ist relativ niedrig angesetzt. Wenn Du aber auch diesen nicht erfüllen kannst oder möchtest, reichen 3 Zahlungen pro Monat mit Google Pay oder Apple Pay. Dabei gibt es keinen Mindestumsatz. Nachteil Nummer 2. Es kann ein Verwarntgeld anfallen Wie bei fast allen anderen Konten in Deutschland gibt es auch beim Comdirect-Konto ein Verwarntgeld in Höhe von 0,5% per annum. Es gilt ein Freibetrag von 50.000 Euro. Nachteil Nummer 3: Es sind nur drei Auslandsabhebungen pro Monat gratis. Innerhalb von Deutschland kannst du mit der Girocard beliebig oft Geld abheben. Im Ausland nutzt du aber die Visakarte, mit der Geld abheben nur dreimal im Monat kostenlos ist. Nachteil Nummer 4: Die kostenlose Visakarte ist keine echte Kreditkarte. Bei der enthaltenen Visakarte handelt es sich um eine Debitkarte. Du erhältst hier also keinen Kreditrahmen. So dass alle Zahlungen zeitnah vom Konto abgebucht werden. Nachteil Nummer 5: Gebühren bei Kartenzahlungen in Fremdwährungen. Mit der ComDirect Visa-Karte kannst du zwar weltweit kostenlos Geld abheben, Kartenzahlungen sind aber nicht weltweit gebührenfrei. Hier fallen außerhalb der Eurozone Fremdwährungsgebühren in Höhe von 1,75% an. Gleich zeigen wir dir dafür eine geeignete Reisekreditkarte, um diese Gebühren zu umgehen. Nachteil Nummer 6: Bargeldeinzahlungen sind nur dreimal pro Jahr kostenfrei. Mit dem Comdirect-Konto kannst du zwar kostenlos Geld einzahlen, allerdings ist das auf drei Einzahlungen pro Jahr beschränkt. Jede weitere kostet dann pauschal 4,90 Euro Eine Ausnahme ist die Commerzbank-Filiale in Quickborn, in der du beliebig oft kostenlos Geld auf dein Comdirect-Konto einzahlen kannst. Fassen wir die Vorteile und die Nachteile noch einmal kurz zusammen. Die Vorteile: Keine Kontoführungsgebühren, wenn du eine von vier Bedingungen erfüllst. Kostenlose Visakarte. Weltweit kostenlos Geld abheben. Kostenlos bargeldlos bezahlen in der Eurozone, Bargeldeinzahlungen sind kostenfrei möglich, sehr günstiger Dispozins, kontaktlos bezahlen ist mit Android-Smartphone und iPhone möglich und Echtzeitüberweisungen sind möglich. Die Nachteile: Die Kontoführung ist nicht bedingungslos kostenlos, es kann ein Verwarntgeld anfallen, gratis Bargeld abheben im Ausland ist auf drei kostenlose monatliche Abhebungen beschränkt, die Visakarte ist keine echte Kreditkarte. Bargellos bezahlen ist in Fremdwährungen nicht kostenlos und Bargeldeinzahlungen sind nur dreimal pro Jahr kostenfrei. Erweiterungen beim Comdirect Konto. Neben den Standardleistungen kannst du folgende Zusatzleistungen gegen Gebühr dazubuchen. Die meisten davon sind aber auch Kontounabhängig und ohne zusätzliche Kosten von anderen Anbietern erhältlich. Wie du das Comdirect Konto ohne Zusatzkosten perfekt ergänzt, zeigen wir dir am Ende des Videos. 1. Visa Kreditkarte. Wenn du eine echte Kreditkarte wünschst, kannst du die für 1,90 Euro im Monat dazu buchen. Mit ihr erhältst du ein zinsloses Zahlungsziel von bis zu 30 Tagen. Du kannst mit ihr, wie beim Geld abheben, auch ohne Fremdwährungsgebühren bargellos bezahlen. Wenn du Unterhaltungselektronik oder Haushaltsgeräte für mehr als 50 Euro Kaufpreis kaufst, erhältst du eine kostenlose Garantieverlängerung um weitere 12 Monate im Anschluss an die Herstellergarantie. Und einmal pro Monat kannst du eine Zahlung von mehr als 300 Euro kostenlos in drei Teilbeträge splitten. 2. Bargeld Plus Das Bargeld Plus Paket kostet 6,90 Euro monatlich und bietet dir folgendes: Du kannst mit der Visa-Debitkarte beliebig oft an allen Automaten mit Visa-Zeichen kostenlos Geld abheben, statt nur dreimal. Und Geldeinzahlungen sind an allen Einzahlungsautomaten der Commerzbank beliebig oft gratis möglich. 3. Das Reise-Sorglos-Paket: In diesem Paket für 7,90 Euro monatlich sind folgende Reiseversicherungen enthalten: Auslandsreiserücktrittsversicherung. Absicherung für die ganze Familie bis maximal 10.500 Euro. Auslandsreisekrankenversicherung. Absicherung für die ganze Familie auf Reisen. Auslandsreisegepäckversicherung. Entschädigung für mitgeführtes Reisegepäck bis maximal 1500 Euro. Mietwagenschutz Absicherung ihrer Selbstbeteiligung von maximal 1.000 Euro und Notfallservice rund um die Uhr. Telefonische Unterstützung im Krankheitsfall, Notfallbargeld und Notfallersatz für Reisedokumente. Alle drei Pakete kannst du zusammen auch mit dem ComDirect-Girokonto Plus zum monatlichen Preis von 14,90 Euro statt 16,70 Euro erhalten. Lohnt sich das ComDirect-Girokonto? Das ComDirect-Konto ist ein sehr interessantes Konto. Kontoführungsgebühren kannst du ganz einfach vermeiden, da dir hier verschiedene Möglichkeiten offen stehen. Nutze zum Beispiel dreimal monatlich dein Smartphone zum Bezahlen in Geschäften oder im Supermarkt, entfällt die Kontoführungsgebühr. Enthalten ist neben der Visakarte auch eine kostenlose Girocard, mit der du dreimal jährlich ohne Gebühren Geld einzahlen kannst. Die kostenpflichtigen Zusatzprodukte kannst du dir sparen. Statt der Comdirect Visa Kreditkarte für 1,90 Euro im Monat empfehlen wir dir die kostenlose Visa Kreditkarte von Barclays. Mit ihr kannst du beliebig oft weltweit kostenlos Geld abheben, nicht nur dreimal, ohne Fremdwährungsgebühren weltweit bargeldlos bezahlen, ein zinsfreies Zahlungsziel von bis zu 8 Wochen nutzen. Und du kannst für Käufe zwischen 95 und 500 Euro eine zinsfreie Ratenzahlung über drei Monate einrichten. Die Karte verlinken wir dir ebenfalls unter dem Video. Du hast noch Fragen zum komm konto Dann schreib uns gern in den Kommentaren. Wir beantworten sie gern. Hat dir das Video gefallen, dann würden wir uns sehr über einen Daumen hoch von dir freuen. Wir freuen uns auch über jeden neuen Abonnenten. Wenn du mehr sehen möchtest, dann abonniere doch den Kanal und aktiviere die Glocke. Abonnieren ist selbstverständlich kostenlos. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald!